Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Lego Star Wars mit meiner Freundin. Es geht mal wieder weiter. Ich glaube, da ist es. Ich mach das schon. Hallo. Ich muss jetzt mal wieder einstellen, warte. Du bist Finn, ich bin Rey. Wir sind jetzt hier in diesem Millennium Falcon und ich wusste gar nicht, dass er ein eigenes Level hat. Das ist ja krass, ne? So, ich setze mich jetzt heute mal daran, dass ich jetzt hier den wahren Jedi, wie wir das in der letzten Folge geschafft haben, dass wir den voll kriegen. Das ist geil, das Schiff, oder? Das ist voll hübsch. Ich finde das cool. Hier gibt es einen blauen Stein. Nee, ich kann... Achso, das ist nur übergangsweise, weil ich glaube, gleich gehen wir in ein Level rein. Schatzi, das ist noch kein Level. Wo müssen wir denn hin? Ich renne mal den Weg entlang. Ich glaube, wir müssen nämlich den Ausgang finden. Boah, das ist auch riesig. Hey. Ja, hier ist doch was cool. Bei mir. Ach so. Ja, mach du. Ja, mach du. Endlich sind wir beide mal wach. Weil wenn du das am Wochenende mal aufnimmst, dann kannst du es schön entspannt aufnehmen. Weil du dann mal nicht irgendwie todmüde bist oder so, Leute. Wo bist du denn? Ach, ich guck mal. Was ist mit mir passiert? Ich bin eingeeist. Ach so. Du Loser. Hast du mich eingeeist? Nee, ne? Das Schiff ist so groß, Alter. Wo bin ich jetzt? In welchem Raum bin ich jetzt? Ach, das ist das Cockpit, glaube ich. Das Cock. Ach, du bist, glaube ich, in dem Raum. Nee. Warte mal. Hier ist irgendwas. Hier ist ein grüner Schalter. Und ein Stuhl. Sieht ziemlich unbequem aus. Ich reihe nicht, was ich hier machen soll. Hier kannst du was mit Machtkräften machen. Ach, hier bist du. Ich sehe dich gar nicht auf der Karte. Irgendwo hier in der Nähe müssen wir bestimmt hin. Ich finde das cool mit dem geteilten Bildschirm. Da muss unten ein etwas hin. Vielleicht ist das ja jetzt so die Lobby, wo wir immer nach jeder Reise wieder zurückgehen. Ich muss den Spannungswandler erreichen. Kannst du das Shot öffnen? Irgendwas muss BB-8 machen. Ach ja! Wieso bin ich denn nicht gleich am Anfang zum Dings gegangen? Zum Pfeil, der mir hier angezeigt worden war. Komm mal mit. Wo sind wir hin? Ja, hier bin ich hingegangen. Genau, dem Weg entlang. Und dann müssen wir... Warte, hier rein. Ja, Schilder, ich mache hier erstmal ein Geld. Hier drüben bin ich. Ne? Ich roll jetzt mal weiter. So, was passiert jetzt? Allein das hat schon voll lange gebraucht. Was ist denn hier los? Ja, ich bin auch vorhin eingeeist worden. Was ist das? Oh nein, der Treibstofftank hat wohl ein Leck. Das Gas ist giftig, nicht einatmen. An der BB-8 durch? An der Wand da hinten gibt es ein Atemgerät. Kommst du mit deinem Greifhaken dran, Finn? Ohne Probleme ruhig. Dem macht das überhaupt nichts. Warte mal. Hier unten ist irgendwas. Ja, aber wie komme ich da hin? Hier ist was. Hier unten ist aber auch irgendwo was. Guck, der zeigt mir. Warte mal, ich hole mir mal den Tipp. Charaktere wie zum Beispiel haben einen Greifhaken. Du musst hier hin, glaube ich. Warte, guck mal auf... Ja, genau. Ja. Super. In Ordnung. Ich suche die Lüftungsschaltung. Aber der PC ist teilweise... Also du hörst ihn schon ein bisschen, aber er ist viel leiser als mein Alter. Da muss ich jetzt meinen Bruder mit rumschlagen. So laut wie der war. Ach, du hast eine Gasmaske. Na, ich kann's wenigstens. Aber nicht die Juden vergasen. Der Witz war nicht richtig, aber... Oh, jetzt mach doch mal weiter, dann ist schön. Wir haben halt manchmal so einen komischen Humor. Nimmt das bitte nicht zu ernst.
Ja, vor allem du hast immer diese Witze, ne? Ich bin ja meistens der Gehobene. Die Automatik klemmt. Ich muss sie manuell bedienen. Ich kann doch nichts dafür, dass ich schwarz bin. Ja, da kommt der nächste. So, jetzt sind wir startklar. Der ist schwarz. Also, Bruder. Ja, kann er auch nichts dafür. Es ist halt so. Ja, das ist so, ne? Wusstet ihr, Edith, dass die Leute in Afrika, die sind ja mehr UV ausgesetzt und so eine Scheiße, die sind ja deswegen schwarz, damit die mehr Sonne auf der Haut ertragen, sag ich mal. Das schützt die Haut so mehr. Das ist ja eigentlich der einzige Grund, warum die Leute schwarz sind. Wir müssen jetzt zurück ins Cockpit. Hier, kannst du was machen, Fräulein. Ach so. Jetzt bin ich schon, warte. Hier. Hier war ich eben gerade schon, Schatzi. Pass doch mal auf. Ich habe doch hier das zum Laufen gebracht. Hä? Das hier. Dann sammelt doch mal was ein hier. Hier gibt's nichts. Ich sammle hier die ganze Zeit Münzen ein und du rennst sie einfach weg. Hier gibt's nichts viel zum Sammeln. Du musst kaputt machen, manche Sachen. Ja, aber hier gibt's nicht so viel. Ich renne jetzt ins Cockpit. Müssen wir gleich mal nachkommen. Ich weiß halt nur nicht, wo das ist. Ah, schon witzig, wie so zwei 20-Jährige ein Lego-Spiel spielen. So zwei da mit einem Computer. Das ist wirklich das allererste das Spiel, was man wirklich. Also ich habe ja damals auch früher schon mit meinem Kumpel. Ich habe einen goldenen Stein. Ich habe einen goldenen Stein gefunden. Das hat sich wirklich. Guck mal. Ja. Das hat sich voll gelohnt, hier zu suchen. Ich habe halt früher. Lass mich nicht lügen. Da war ich, glaube ich, 12 oder so. Vielleicht ja um den Dreh rum 12, 13 oder so. Da habe ich tatsächlich das bei dem allerersten Lego Star Wars Spiel gemacht. Wirklich das Spiel, wo ich auch zum ersten Mal mit Star Wars in Berührung kam. Der hatte das auf Computer. Das allererste. Und das haben wir auch zu zweit am Computer gespielt. Ich denn hier schon wieder. Das war auch witzig. Hallo. Und so fühle ich mich heute wieder. Ach, wir müssen dieses Cockpit finden. Ich weiß nicht, wo das ist. Da, wo ich vorhin war mit den... Ja, ist auf jeden Fall schon cool. Weil so hat man auch nicht viele Möglichkeiten, Spiele zusammenzuspielen. Man könnte mal vielleicht... Ich habe jetzt den Dolphin-Emulator und die Spiele, die gehen auch teilweise ruckelfrei. Wir können ja mal, wenn du Lust hättest, vielleicht nach Lego Star Wars irgendein Spiel uns heraussuchen. Was weiß ich, auf Wii oder so, auf dem Emulator, was wir vielleicht zusammen Let's Playen oder so. Keine Ahnung. So wie wir das bei Mario Kart Wii mal gezockt hatten. Ach, das ist doch markiert, bin ich doof. Schatzi, guck mal, das ist doch auf der Karte markiert. Irgendwo hier in der Nähe muss das sein. Warte mal, folg mir mal. Ich renne jetzt hier rum, dann renne ich hier rein. Dann sind wir auch schon fast da. Ich glaube nämlich hier. Ja, jetzt kommt nämlich, wenn man sich nähert, kommt dann nämlich... Genau. Nämlich so ein blauer Pfeil. Geschichte fortsetzen. Warte, ich habe... Jawohl. Ich habe doch den goldenen... Das ist egal. Wir müssen mal weitermachen. Ich habe doch jetzt... Das da eines sammeln, das Nee, das, in dem Level brauchst du das nicht. Ich hab den goldenen Stein gefunden, das war. Das ist nicht gut. Irgendjemand hat uns erfasst. Ich habe keine Kontrolle mehr. Kannst du was sehen? Was ist das? Ja, und er hat Elfen reingesehen. Das sah ihm so aus. Was sollen wir jetzt machen? Uns muss was einfallen. Joey. Wir sind zu Hause. Wo sind die anderen? Wo ist der Pilot? Das bin ich. Du? Ich hab's gestohlen. Von Anker Platt. Er hat's den Irving-Brüdern gestohlen und die Duquesne. Und der hat ihn mir gestohlen. Du kannst Duquesne ausrichten, dass Han Solo sich den Millennium-Falken gerade zurückgestohlen hat. Das ist der Millennium-Falke. Sie sind Han Solo. Der mobbt den voll. Hast du gerade gesehen? Nee, ich hab nicht hingeguckt. Der hat den voll gemobbt. Was hat denn gemacht? Dieser Droide muss so schnell wie möglich zum Stützpunkt des Widerstands. Er hat eine Karte bei sich, die zu Luke Skywalker führt. Wie so ein Fußball. Es hat sich doch wohl nicht einer der Ratare losgerissen. Haben Sie einfach Ratare an Bord? Greift mich an. Oh, ganz toll. Die goavianischen Todesbringer, die sind uns von Antun aus gefolgt.
Geht runter und bleibt da, bis ich euch rufe. Und klaut mir bloß nicht meinen Falken. Und BB-8? Der bleibt bei mir, bis ich sie los bin. Dann könnt ihr ihn haben und verschwenden. Hauptsache, der spielt mit dem Basketball. Du bist ein toter Mann. Balatik, wo liegt das Problem? Ich werd's dir sagen. Wir haben dir 50.000 für den Job geliehen. Denkst du, Ratare zu jagen ist billig? Kanji Club will seine Investition auch wieder haben. Ich habe nie ein Geschäft mit Kanji Club gemacht. Wieso sagst du es ihnen nicht selbst? Fehlen der Marisarinda. Diese BB-Einheit, die erste Ordnung, ist auf der Suche nach genau so einer. Und nach zwei Flüchtigen. Oh, warte. Verriegeln wir die Panzertüren in diesem Korridor, sitzt die ganze Bande in der Falle. Oh nein. Oh nein, was? Das waren die Falschen. Oh! So, weiter geht's. Du kannst Chewbacca spielen. Ja. Dein der Falke ist in der Nähe. Nur ein paar Gänge weiter. Den oberen, den 5. Oh, der kann ja coole Tricks. Ich kann den nicht spielen. Doch, jetzt. Rolle. Hinter dir ist einer. Jetzt kannst du nämlich sammeln, weil, genau, jetzt haben wir den noch nicht im nächsten Level. Das war nämlich gar kein Level im Grade. Kein richtiges. Jetzt können wir nämlich hier wieder die oben voll sammeln, die Leiste. Was macht der denn hier? Ich drücke hier die Nummer 5. Oh ja. Rein. Hä? Das macht der da. Das ist so ein Weltraumsimulation. Ach so. Ja. Oh! Geil. Ich will auch. Nein, das darfst du nicht. Du bist nicht so cool wie ich. Aber voll bescheuert eigentlich. Aber es gab Geld. Immer mehr. Gehst du mal hier mal wieder weg? Was können wir eigentlich da unten mit dem roten Stein? Ah! Augenblick. Lass mich nachsehen, ob sich da auch nichts Gefährliches drin verbirgt. Aha. Steinchenmagnet, schnell verwenden. Du kannst jetzt keine roten Steine kaufen. Hä? Leute, jetzt habt ihr mir. Erklärt mir das mal, wie funktioniert denn das? Niemand, also jeder guckt sich das Let's Play an, aber niemand erklärt mir das, dass man mit den roten Steinchen sich so Bonus kaufen kann. Was müssen wir denn jetzt eigentlich machen? Ah! Warte. Ich muss den richtigen Winkel finden. Hm? Ja. Okay. Ich auch nicht. Ach, nur kostbare Antiquitäten und Falschgeld. Jag sie hoch, Chewie. Wir können gleich wieder Charaktere tauschen. Ich habe eben gerade nur die Bombe mit Chewbacca geschmissen. Was der für ein Bart hat, Alter. Was machen die? Na, jetzt haben sie uns gefunden. Warte, drück Tausch nochmal. Einmal nur kurz drücken. Nur kurz oben hin. Ja. Jetzt bin ich mich wie Han Solo. Halleluja. Warte. Wir müssen irgendwie hier... Aua. Jetzt kommt wieder so eine... Schusspassage, eine Deckungspassage. Kommt auch mal in jedem Level, ne? Ist aber... Es bringt nichts. Wir sitzen in der Falle. Ohne Hilfe kommen wir hier nicht raus. Ich hoffe, deine Freunde leben noch, BB-8. Klingt nach einem Kampf da oben. Sie haben BB-8. Wir müssen... Gasleck. Vorsicht, das ist jetzt giftig. Wir die weiter. Könnte auch brennbar sein. Und womöglich ätzend. Auf jeden Fall wird das stinken. Gehört. Keine Sorge, ich habe immer noch das Atemgerät. Da kann man nicht durch, das. Auch wenn das nicht wirklich gegen alles andere hilft. Warte mal. Ja, hier kannst du nur zu durch. Doch. Zerschlag das mal hier. Nee, hat nicht viel gebracht. Wieso drückst du denn so auf die Knöpfe? Ich drück gar nicht. Kann eine verwenden, um Giftwolken zu durchqueren. Du musst die wieder greifen. Ja, wie kann ich denn die greifen? Stelle ich mir irgendwo hin. Ja, du musst irgendwo hier hin.
Entweder du zielst genau so. Ne, das ist ja, du zielst ja mit der Waffe. Ah. Okay. Darf ich, kann ich auch durchgehen? Nein. Nee, ich kann da nicht durch. Du stirbst. Warum kannst du denn als... Warum kannst du denn einfach durchgehen? Hast du irgendwie magische Kräfte oder so einen Scheiß? Der Schwarze darf es halt. Ah nee, du hast eine Gasmaske. Das haben die uns gerade angezeigt. Ich auch eine Gasmaske haben. Warum hatten wir eine Gasmaske? Hey, und du bist weder geschmolzen noch explodiert. Das ist was ist denn mit dem? Oh, ich hätte hier rüberspringen können. Geh doch mal hier aus dem Weg. Ich muss Geld sammeln. Wir brauchen C3PO. Den haben wir nicht. Ja, wie kriegt man den? Weiß ich nicht. Vielleicht muss man finden. Den Baum? Nee, vielleicht finden. Was ist das denn hier? Ach, warte. Nee, Quatsch. Ich dachte, ich kann hier mein Dings hier reinstecken. Nee, das ist für mich. Da kann ich rüber. Ja, du kannst ja nicht rüber. Du verschwendest nur Geld. Ah, gucke. Ja, wo soll ich denn wissen, dass ich da nicht rüber kann? Ich kann aber hier rüber. Das ist... Rassismus ist das hier. Ja, danke, 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 danke. Ja, ich muss sie, glaube ich, alleine erstmal machen. Da ist eine Tür. Mal sehen, ob ich sie öffnen kann. Ach, du kannst die Tür, glaube ich, aufmachen irgendwie. Wenn er das gerade gemeint hat. Oder meint er jetzt mich? Du musst auch irgendwie rüber. Jetzt zu mir. Ist ja auch irgendwie cool. Warte, ich gucke, ob ich vielleicht irgendwie... Ich kann hier auf jeden Fall was bauen. Ah, gucke mal, ich kann irgendwas drehen. Geh doch mal ein bisschen schneller. Jetzt kannst du mich gleich rüber. Nee. Doch. Jetzt kannst du nämlich zu mir. Wo denn? Ich suche die Brücke. Du rennst bis hier gerade. Du musst genau. Ja, wir haben uns wiedergefunden. Aua! Ich glaube, es zackt. Ich schieße mich einfach ab. Boah, kriegst du richtig Angstzustände bei dem Vieh, Alter. Ach, du musst die Tür aufmachen. Guck es dir doch nicht an. Du musst die Tür aufmachen. Da, das ist ja hier völlig Rassismus hier. Das soll ein Weißer jetzt weitermachen. Ja, schön, ne? Danke. Mensch, schatz jetzt mal auf. Mit dem... Die Leute denken jetzt hier von mir, du bist voll rassistisch. Nein, bitte. Ja, der Schwarze muss ja hier die ganze Zeit aufpassen, das wohl hin? Ne? Und dann auf einmal stellt sich fest, ach, der ist ja nur der Weiße. Das ist Team, das nennt man aber auch Teamwork. Mir egal, wie es passiert ist, aber gut, dass es passiert ist. Wenn du nicht als Vorspeise für einen Ratar enden willst, solltest du dich lieber bewegen. Ich bin kein Affe. Du bist Chewbacca. Ah, nicht, ich bin Chewbacca. Nee, ich bin Chewbacca. Warte. Ah, ich kann eine Granate schmeißen. Wir müssen jetzt hier den Kraken. Warte. Ich muss das machen. Ich muss mich vier Granaten schmeißen. Dann muss ich gegenballern. Ja. Jetzt verpisst er sich wieder. Nee, doch nicht. Oh, ist der geil. Alter. Heute muss ich die Ratare wohl nicht füttern. Wo kommt der eigentlich her? Ich meine, wir sind nicht im Wasser. Und im Film war auch kein Krake. Oder war da ein Krake im Film? Nee, das ne? Waren diese Ekeviechern. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Doch, das war da, die haben doch den, da gefressen dann. Nicht gefressen, sondern auch. Ach, hier. Geklemmt. Die Sicherung muss durchgebrannt sein. Mal gucken. Und wir kommen nicht zum Trennschalter. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ach, Nummer 3. Jetzt kann der Weiße das machen. Gucken. Jetzt kann der Weiße das machen. Ja, ich bin ja nicht. Ja. Ich hab ja nur Fell. Ja, ein roter Kristall. Warte mal, warte. Ja, ich hab... Stell dir vor, ich hätte den nicht geholt, ne? Warte, jetzt kann ich doch jetzt... Nein, 5. Du Loser. Ach, in jedem Level kann man dann einen roten... Ich kann aber keine kaufen. Aber ich hab doch einen. Ja. Wie kauft man das denn? Warte mal. Und warum ist hier schon wieder ein Storch?
Wird das hier jetzt schwieriger? Verwende als BB-8, um die Maschine zu steuern. Ich hab schon gedacht, das wird ja schwierig. Nee, du musst nur das aufmachen. Mit den Kabeln. Du musst die Leitungen aktivieren, nur so keinen Kanal haben. Ja. Ah. Das ist wirklich schwer, ist das Rätsel jetzt auch nicht. Ich denke mal, es wird doch nicht, mehr schwerer in dem Spiel. Yes, aber ich habe gesehen, ich habe ein Video in meiner Timeline gehabt von so einem, ich glaube, Blitzwinger hieß der oder so. Der YouTuber, der macht auch mal Lego Star Wars. Und der hatte auf einem Thumbnail Darth Maul. Der mit dem Doppelschwert. Den kannst du hier auch spielen, wusste ich gar nicht. Ich dachte, das geht dann über Episode 7. Aber wenn du Darth Maul spielen kannst, ist doch cool. Nee, du hast es noch nicht ganz geschafft. Ja, ich gucke ja hier gerade, was ich vergessen habe. Hier dieses Schiff. Da ist auch noch was. Da oben links ist noch ein Schalter. Das Rätsel dort war ganz schön lang, ja. Ah, jetzt kann, der muss rollen. Du hast den Anfang vergessen. Ach so. Ja, ist vielleicht... Ah, da ist noch ein Schalter. Den war, glaube ich, auch übersehen, ne? Nee, Quatsch. Ach so. Jetzt verstehe ich, dass du auch... Bin ich so dumm, wie ich aussehe. Jetzt verstehe ich, dass du auch... Ja. Okay. Oh, hast du gesehen, was da gerade war? Mhm. Ich krieg, glaube ich, überhaupt nichts mit. Ich habe doch 1000 rote Steine. Die Sicherung ist durchgebrannt. Wir müssen sie austauschen. Kann nur mit aktiviert werden. Was für ein Objekt das hier? Aber irgend so ein Leuchtteil. Ja, das habe ich ja gefunden. Das war beim Eingang. Da. Da ist es. Ach, ist es nicht das, was von oben runter kam? Ja, deswegen sag ich ja. Ja, da kam es ja her, da musst du nicht mehr rein. Wir müssen jetzt, da wo der Pfeil uns hinführt. Oh. Ah, ne, das können wir ja nur mit Macht machen. Ah, geh da mal aus dem Weg. Ach, hier. Ja, ich hab's gesehen. Wie faul der ist im Laufen. Ich hab's gesehen. Die mögen sich beide. Wie sehen die aus? Genau so. Bin ich ja, mehr oder weniger. Du musst laufen. Oh ja, aber mein Fuß ist eigentlich. Die laufen von, hey, die laufen von die automatisch. Laufen doch alleine. Ja, aber du musst trotzdem aufpassen, dass du nirgendwo gegenrennst. Du musst trotzdem aufpassen. Ich weiß gar nicht, wer ich bin. Ja, du bist der Ray. Nach links. Ey, Quatsch, ich bin nur Ray, du bist Finn. Du bist oben rechts, mal, wenn du bist. Wir müssen das Geld mitnehmen. Denn, oh nein, jetzt hast du gesehen, was wir übersehen haben gerade. Muss ich dann nochmal, wenn ich das nochmal durchspiele, im freien Modus, muss ich die ganzen Sachen mal mitnehmen, die ich jetzt hier übersehe. Schaut voraus! Lauf weiter! Immer schön die goldenen, Quatsch, die blauen Steine mitnehmen. Ja, ja, immer, ja, immer, auf, die, immer auf den schwarzen. Schließ das Schott! So. Wow, wow, wow! Er hat mich! Er hat mich! Wir müssen etwas bauen, um dieses Tentakel zu fesseln. Ich baue was. Komm schon, Hilfe! Machst du überhaupt irgendwas? Schlange, wa? Um den irgendwie mal zu sich zu holen. Er mag uns wirklich nicht, was? Vielleicht trage ich eine gewisse Teilschuld daran. Nur starke Charaktere wie Chewbacca können Lego-Griffen wie diese ziehen. Hier, hinten, musst du ziehen mit Chewbacca. Oder ich mach das mal. Der ist nämlich stark, der kann nämlich hier. Warte. War das richtig? Ja. Cool. So, jetzt bauen wir hier noch was hin. Es wird sein Tentakel da sicher nicht freiwillig reinstecken. Ich glaube, da muss jetzt DB8 drauf, oder? Da fehlt noch was.
Guck mal, wir haben das Level fast geschafft. Das siehst du mal daran, wie voll der wahre Jedi oben ist. Wir brauchen immer noch ein bisschen, um das alles voll zu kriegen. Hier oben ist noch was, aber... Ah, nee, ja, hast recht. Wir können nämlich dazu was aufbauen. Ja, was weiß ich, ob ich das kaputt gemacht habe. Ja, das hat richtig viel gebracht. Schließ die Tür! Schließe die Tür. Ja, warte. Danke. Boah. Können wir jetzt von diesem Schiff runter? Tentakel. Ja, hier entlang. Oh Gott, da wäre schon längst weg. Ja, lauf doch, lauf doch, lauf doch, du. Warte, können wir das nochmal zerstören? Weil dann kriegen wir nämlich kein Geld. Große Haken sind zu schwer, um von nur einem Charakter verwendet zu werden. Nein, da oben ist doch was. Ach so, wir beide müssen ziehen. Teamwork. Black and yellow, black and yellow. Hier lang. Ganz sicher? Schnapp den Droiden! Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Da war wohl nix. Die Blaster sind wirkungslos. Wir brauchen eine größere Waffe. Ich wünschte wirklich, du hättest das mit den Rattan gelassen. Ja, wir alle haben ja etwas Wichtiges gelernt. Die sind immer Gegner. Ja, ich habe schon alle besiegt. Oh. Ich habe da einfach gegengeballert. Aber das ganze Geld, das verschwindet gleich alles. Hat ihn geärgert. Haben wir noch mehr davon? Ich bin ein Schmuggler, was glaubst du denn? Da oben befindet sich eine Konsole für die Lieferkontrolle. Warte mal. Jetzt können wir nach oben. Irgendwie. Ach, du kannst da hoch. Ja, alle. Ich komme da nicht hoch. Kann da Han Solo hoch? Nö, nur Ray kann da hoch. Warte, guck, siehst du? Warum auch immer, aber gut. Jetzt haben wir hier mal ein paar blaue ein. Ja! Guck mal, wir brauchen nur noch ein ganz bisschen. Da! Ja, warte, ich muss ein bisschen Geld sammeln noch. Kommt sofort alles. Guck mal hier unten. Wir brauchen nicht mehr viel und das Level wird auch gleich zu Ende sein. Was siehst du mal, wie weit wir nämlich mit dem Teil schon sind? Was drehe ich da eigentlich? Also, was passiert denn jetzt? Ah, da kommt irgendwas runter. Ach nee. Also hier oben brauchen wir jetzt Dings, den Druiden. Ah, okay. Du das gebaut, ja, ne? Ja. Oder hast du das gebaut eben gerade? Das Teil? Ja, ne? Ja, glaub schon, ne? Oh, das ist mir so schwierig. Oh nein. Ich kann nicht hier gucken. Sammle das Geld ein. Voll Geld, kein. Ich bin der neue Dagobert Duck. Wer weiß, bist du ja eh schon. Ja. YouTube. Money. Ich hab gesagt weiß. Ach, weiß? Ich dachte, da sagt er irgendwas, was er anders gerade verstanden. Ist ja eh schon. Ach, weiß bin ich ja eh schon. Auf die Geldgeil bin ich ja eh schon. So viel YouTube-Money wie ich kriege, echt. Das ist übertrieben.
Ja, guck mal, wir haben den wahren Jedi. Gibt es mehr Belohnung für uns. Was müssen wir jetzt machen? Irgendwer muss da was machen. Warte. Oh, ja, wir brauchen mehr von diesem Zeug. So, jetzt müssen wir noch einmal, glaube ich, was auf den draufschmeißen, dann ist die Krake tot. Ja, jetzt müssen wir nach rechts. Mal gucken, was wir da machen müssen. Warte. Ah, okay. Warte. Da. Wenn du deinen Charakter mit Thermal steuerst. Ach so, wir brauchen Schwacker. Warte. Der kann nämlich hier wieder mit Granaten hochschmeißen. Und dann kann man gegenballern. Ach nee, doch nicht. Explodiert von alleine. Giftiger Rauch. Ach, da ist du jetzt transportierst wieder Giftmüll? Ich bin gefragt. Ich wiederhole. Schmuggler. Jeder hat so seine Special-Fähigkeiten. Finn hat nur eine Gasmaske, mehr hat er nicht. Da ohne ihn wird die aufgeschossen. Ja, ohne alle. Oben ist ein Mini-Kit. Ja, du musst auch schon in die Richtung drücken und dann gedrückt halten. Du kannst nämlich da was hinbauen. In der Mitte kannst du was hinbauen. Rechts kannst du was hinbauen. Muss ja nur gucken, ob das jetzt richtig war. Aber ich glaube ja. Oder? Passiert jetzt was? Wenn nicht. Doch, du musst da hin, glaube ich. Irgendwo musst du hin. Nee. Da drüben ist doch irgendwas. Da blinkt doch was. Da vor dem Teil. Oder zerstör das Teil nochmal. Dann baust du mal woanders hin. Ja, aber du musst auch schon vorgehen. Bis es da steht, noch weiter. Das geht nicht mehr zum Bauen. Klar, da. Jetzt kannst du dich aussuchen, warte. Das blinkt im Hintergrund andauernd. Wenn du nach rechts machst, machst du genau, dann machst du es dahin. Okay. Ich kann ja hier drüben nichts machen. Genau, bauen wir da hin. Jetzt passiert irgendwas. Da brauchen wir jetzt den Druiden, der kann doch auch durch. Ja, der kann auch durch, dem macht das auch nichts aus. Warte, ja, ich komme. Sicher. Ja, warte, alleine. Ich komme. Jetzt nehme ich ihm erstmal das. Wo bist du eigentlich? Ach, da unten. Hier blinkt was. Ach, das kannst du jetzt auch zum Bauen nehmen. Aua. Geht nicht. Doch. Nein. Oder? Jetzt. Jetzt kann ich nämlich... Nee, Quatsch, was ist denn das? Ein Krabbendruide, cool. Was kann der? Sind wir doch noch nicht fertig, glaube ich, oder? Oder kann der Krabbendruide den umbringen? Bist du der oder bin ich der? Ich bin der. Den ins Gesicht da oben gespürt. Ist noch eine Frachtladung. Wenn ihr den Aufzug in Gang bringen könnt. Jetzt müssen wir nochmal nach oben. Wir können was bauen. Gucken. Ich bring mal BB-8 hoch. Was mache ich denn da? Das muss ich nicht machen. Ach so, nach da landen. Du kannst ja was rausziehen. Ja. Da draußen los.
Ja, toll. Sehr quetsch. Nee, das war gut. Was? Weil jetzt... Gucken wir, was passiert gleich. Bring mich nochmal nach oben. Warte mal. Oh Gott, warte, ich tausche erstmal Charakter. Jetzt kommen nicht wieder ganz viele Gegner. Da ist noch einer. Ja, alle tot. Ah! Was macht der denn jetzt damit? Warte. Ach so, okay. Schnell! Bauen, bauen, bauen! Bauen, 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 bauen! Bau doch! Wo denn? Ach hier. Ziel auf die weichen, fleischigen Teile! Die fleischigen Teile. Jawoll, guck mal, ich baller den kaputt. Einmal dagegen ballern, einmal dagegen ballern. Ich bring ihn um, du kannst das Geld schon einsammeln. Ja, geht geil. Da drüben ist der Falke, guck mal. Los, Bewegung! Der ist der Falke. Du, so schließ cool. Die Tür hinter uns. Du kümmerst dich um Joey. Achte auf den Schub, wir hauen mit Lichtgeschwindigkeit ab. Aus dem Hangar raus, ist das überhaupt möglich? Gut festhalten! Ich kann nicht das Teil nur noch ein bisschen über. Informiert die erste Ordnung, dass Han Solo den Droiden hat, den sie wollen. Und dass er sich im Millennium-Falken befindet. Wir können gleich die Aufnahme erstmal beenden. Der Droide wird schon bald beim Widerstand sein. Und das führt sie zum letzten der Jedi. Wenn Skywalker zurückkehrt, werden sich neue Jedi erheben. Oberster Anführer, ich übernehme die volle Verantwortung. General! Wie groß ist der denn? Unser Vorgehen muss sich nun ändern. Die Waffe. Sie ist bereit. Ich glaube, die Zeit ist gekommen, sie einzusetzen. Wir sollten die Regierung auslöschen, die den Widerstand unterstützt. Die Republik. Ohne den Schutz ihrer Freunde ist der Widerstand verwundbar. Und wir werden sie aufhalten, bevor sie zu Skywalker gelangen. Gehen Sie. Beaufsichtigen Sie die Vorbereitungen. Es gab ein Erwachen. Hast du es gespürt? Ja. Da ist noch mehr. Der Droide, den wir suchen, ist an Bord des Millennium-Falken. So sehen alle Schurken aus. In den Händen deines Vaters. Han. Glatze. Solo. Er ist unbedeutend für mich. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich habe gerade an Sascha gedacht, weil wegen Glatze und halt immer so aggressiv und so. Also es ist ein Insider, da könnte ich wissen, dass es der Lebensgefährte von meiner Freundin's Mutter. Ich habe gerade gehört, volles Haar, wunderbar und so zu Sascha. Doch kein volles Haar. Voll Glatze. Die Mission ist übrigens die Eravana. Ein roter Stein freigeschaltet, zwei goldene Steine freigeschaltet, ein Mini-Kit, davon brauchen wir 10 Stück, ne? Wir finden immer nur eins oder zwei. Die sind alle versteckt. Ja, ich wollte die ja andauernd suchen. Nee, du kannst doch nicht alle bekommen. Wenn du die Level zum zweiten Mal durchspielst, kannst du mit anderen Figuren spielen, ja, die Machtkräfte haben. Ja, aber trotzdem. Eher wie Luke oder so. Ja, trotzdem mal suchen. Guck mal, Chewbacca freigeschaltet, Han Solo. Die haben auch alle freigeschaltet, die Bösen. Ja, die guck mal, spielen. Die kannst du alle spielen, wenn du das nochmal im freien Modus machst. Nein. Doch, hier, die kannst du alle spielen. Nein. Die können alle Fähigkeiten haben, alle andere Waffen. Teddybären? Ja, den Ewok, den habe ich im ersten Level freigeschaltet. Die sind doch niedlich. Neues Level entdeckt. Geschichte fortsetzen, aber... Nö, ich hoffe, er hat gespeichert. Du weißt es bei dem Spiel halt immer nicht, ob der gespeichert hat. Aber tut mir nicht weh. Leute, dann würde ich mal sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.